Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Und zwar geht es diesmal darum, dass der für uns zuständige Familienrichter am Amtsgericht Ulm, Herr Dr. Markus Bühler, gelogen hat, als er den begleitenden Umgang angeordnet hat. Und zwar, ihr erinnert euch, behauptet ja dieser Amtsrichter Dr. Markus Bühler schon seit Oktober 2018, dass ich unsere Kinder schädigen würde, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Die Hypothese dahinter ist, dass unsere Kinder nicht das Wechselmodell wollen und ich sie negativ beeinflussen würde in eine andere Richtung. Diese Hypothese, die übrigens nie bewiesen wurde vom Gericht, hat sich spätestens mit der Flucht der ältesten Tochter im Mai 2019 als falsch erwiesen. Die Kinder haben dem Gericht einen Tag vor der Flucht der ältesten Tochter Folgendes geschrieben, das ich festgehalten habe im Artikel auf freifam.de namens Chronologie der Gewalt gegen Sandro, seine Kinder und das Wechselmodell seit 2015. Da steht, dass am 8.5.2019, einen Tag bevor die älteste Tochter von der Mutter zu mir floh, die Kinder aufgeschrieben haben. Und zwar die älteste Tochter hat geschrieben, wir wollen, dass es aufhört, dass immer, wenn wir zu Papa wollen, dass wir Angst haben müssen, geschlagen zu werden, unter Druck gesetzt zu werden, angelogen zu werden und erpresst zu werden. Und diesen Text haben alle vier Kinder unterschrieben, auch die drei, die das nicht aufgeschrieben haben. Das hat die älteste Tochter für sie aufgeschrieben. Und einen Tag später ist dann die älteste Tochter zu mir geflohen, weil sie eben Angst hatte, genau vor dieser Einschüchterung im Umfeld der Mutter. Und das Amtsgericht Ulm hat dann die älteste Tochter am 25. Juli angehört. Und da saß der Familienrichter Dr. Markus Bühler und hat sich angehört, was meine älteste Tochter ihm da gesagt hat. Und der Herr Dr. Markus Bühler hat selbst eine Website, auf der er auftritt. Und da sehen wir ihn hier. Der Herr Bühler sitzt also am 25. Juli 2019 meiner ältesten Tochter gegenüber, kennt den Text, den ich euch gerade vorgelesen hat, und die älteste Tochter präsentiert ihm ein Beweismittel, das ganz klar die Einschüchterungen der Mutter und ihres Umfeldes gegen alle vier Kinder belegt. Und dann hat der Dr. Markus Bühler gemeint, er will dieses Beweismittel nicht würdigen, womit er ganz klar deinen Tatsachenbeweis nicht zur Kenntnis genommen hat und nicht gewürdigt hat, der das Gegenteil seiner Hypothese beweist. Nochmal, er behauptet, ich würde die Kinder negativ beeinflussen und ihnen das Wechselmodell einreden. Die älteste Tochter hat ihm immer das Gegenteil gesagt, hat gesagt, dass sie und ihre Geschwister immer das Wechselmodell wollten und hat ihm noch einen Beweis der Einschüchterung geliefert, den er nicht hören wollte. Und spätestens ab diesem Moment ist klar, dass der Herr Bühler die Lüge über eine Schädigung unserer Kinder durch das Wechselmodell aufrechterhalten will. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr weiterhin informiert werden wollt darüber, wie es in unserem Fall weitergeht, dann klickt den Abonnieren-Button auf YouTube für unseren Freifam-Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr über alle neuen Videos informiert werdet. Und wenn ihr selber einen Fall habt, zum Beispiel ihr selber auch vom Herrn Dr. Markus Bühler betroffen seid und ein Opfer einer möglichen lügnerischen Rechtsprechung durch ihn seid oder auch andere Fälle bei anderen Richtern erlebt habt, dann schreibt uns bitte an info@freifam.de und wir berichten dann sehr gerne darüber. Und bitte ansonsten denkt daran, dass ihr mit Spenden unseren Einsatz für die Rechte von Kindern und Eltern unterstützen könnt. Der Link dazu kommt jetzt im Abspann. Danke nochmal fürs Zuschauen und tschüss.